Hallihallo, und hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben. Und hier sind wir heute mal bei einem kleinen Indie-Spiel namens Par You. Always with you. Und ja, ihr seht schon, es geht um diesen kleinen Fuchs hier nämlich, der hier irgendwo in der Antarktis ist. Und ja, wir versuchen da rauszukommen. Und die Mutti wird uns den Weg weisen. Glaube ich. Oh, den kleinen Fuchs ist kalt. Na gut, draußen natürlich der große Sturm. So, gab einen kleinen Systemabsturz, warum auch immer. Und hier sind wir auch schon. Wir müssen uns warm halten, ne? Auf Chef. Okay, alles klar. Ah, oh, wir haben vor allem schön Regenschirm, vor allen Dingen Schal, meine ich. Hui. Ich bin Super Fox. Wow, der Super Fox ist unterwegs. Wo ist Mutti überhaupt? Mutti? Mutti? Ich höre. Okay. Mehr waren wir das oder unsere Mutti? Raschbergern, wir sind unterwegs. Okay, ja. Mutti, wir sind unterwegs. Bleib da, wo du bist. Falls du dich bewegen kannst, überhaupt. Wir müssen uns aufwärmen zwischendurch. Wenn die Erde vibriert, dann wärmen wir uns auf natürlich. Also generell ist Par You ein reines Hall-Jump-and-Run-Spiel einfach. So für zwischendurch. Aber trotzdem die Grafik, das finde ich so interessant nämlich. Und auch natürlich in diesen paar Minuten hier, weil das Let's Play geht ja wirklich nicht lange. Das Spiel habe ich nämlich vorher schon mal getestet. Ah! Schon mal vorher getestet. Ist natürlich auch was Emotionales dabei, auf jeden Fall. Und das auch in diesen wenigen Minuten, ne? Wing. Und wir Super Fox hier gehen einfach hier. Ja. Ey, also, was ist denn hier los? Super Fox, so geht das aber nicht hier. Okay, wir kommen dicht, ne? Mutti, bleib da, wo du bist. Ich komme. Ja, ich komme nicht auch. Irgendwie. Ist hier bloß noch der gewagsame Doppelsprung. Aber der ist noch nicht freigeschaltet, ne? Muss mich erstmal aufwärmen hier. Ich sehe ja schon wieder nichts. So. Mutti, ich komme. Auf dem Weg zu McDonald's einfach wurde sie aufgehalten und deswegen sind wir gerade auf dem Weg zu ihr. Oh, 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 so. Und, ui. Wahnsinn. Wie so ein fliegendes Eichhörnchen ein bisschen. Hm. Ist hier Stämme oder... Keine Ahnung. Sperre auf jeden Fall. Immer wieder aufwehren ein bisschen. Kann sich nicht aufwehren. Ist hier lose. Sonst macht er das immer. Chef, da ist das kaputt. Oh je. Soll das? Vor allem die Shift-Taste gerade. Oh je. Wo sind wir jetzt überhaupt? Achso, hier. Ah, alles klar.
Oh, böser Checkpoint. Vor allen Dingen, dass sich die Shift-Taste verabschiedet. Was ist denn hier los? Ja, nicht verabschiedet, sondern halt. Wow. Das ist ehrlich ein böser Checkpoint. Schaffen wir den Profis. Vorsichtig. Hui. I'm on a super Fox. Warum über den Schal her? Mom! Nein, Mom! Ja! Armer kleiner Fuchs. Seine Mutti kam nie zurück. Aber eins hat sie doch gezeigt. Den Weg in eine bessere Welt. Wow, voll emotional. Dim. Dim, 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 dim. Auch für die paar Minuten, ne? Wunderschön. The End. Wow, könnte man auch als kleinen Animationsfilm machen auch. Wäre bestimmt auch gar nicht so verkehrt. Und ja, das war es heute auch schon. Ja. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button einfach auf Clash and Dash und smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von mir, Gaming of Ben. Und oben gibt es einen Infobasten, da gibt es ein paar Playlists drin. Und auch besucht gerne gamingofben.jimdo.com für die aktuellsten Previews, Testberichte und so weiter und so fort. Und auch natürlich Gaming News. Und ja, Video liken, kommentieren, abonnieren, habe ich schon gesagt alles. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben. Und bis dahin natürlich immer schön weiter zocken. Und was soll ich noch sagen? Ja, bis zum nächsten Mal immer schön weiter zocken und haut's drin. Ach so, bleibt immer schön flauschig.